Also Jungs, ich bin ja schon ein recht toleranter Mensch, aber die größte Frechheit ist ja immer noch, dass ihr nicht meine Videos liked. Spaß beiseite, Leute. Heute gibt es natürlich wieder einen Plan. Wir holen uns nämlich, Moment, ich equip mich mal kurz, dass ihr auch seht, was hier so alles abgeht. Ich hole mir nämlich heute ein Dire-Bier. Ich habe ja auch noch eine Fortune gestellt, nicht wundern. Hier brettert nämlich die ganze Zeit das Eisen durch, das ich auf der Pflanzenfresserinsel noch geholt habe. Das holen wir hier nach und nach durch. Ich habe mir nämlich eine, hier Dingens, eine Longneck mit ganz vielen Gedöns gemacht. Mit ganz vielen Schuss. Und ein bisschen Narcotics noch für den Dire-Bieren. Ich habe vorhin schon probiert. Oh, hier haben wir auch noch Narcotics. Nice, wusste ich gar nicht. Mit dem Alexander von den Infernal Fighters. Also nicht mit ihm zusammen, aber wir haben gleichzeitig versucht. Und so einen kleinen Boy zu holen. So ein Dire-Bier. Und das ging ordentlich in die Box. Die sind andauernd abgenippelt und war gar nicht geil. Und jetzt ist die Truhe voll. Das ist auch gar nicht geil. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. So, zack. Zack. Und deshalb habe ich mir jetzt was überlegt. Ich muss mal kurz schauen, wo ich den ganzen Scheiß reingeböllert habe. Ich habe nämlich noch ein bisschen was vorgefarmt gehabt. Und zwar so ein paar Wände, so ein paar Foundations. So ein bisschen Steingelöts. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie weggeschmissen habe oder so. Fuck it. Oder habe ich das? Das habe ich in den Trike gelegt, glaube ich. Moment, das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Nicht, dass das weg ist, Leute, weil da bin ich. Sonst bin ich. Ach, guck mal, genau, hier ist es. Gibt nämlich eine coole Taktik, mit der man das Viech quasi, ja, eigentlich, was heißt quasi, man baut das Viech ein. Das ist quasi, schon wieder quasi, Junge, halt doch dein Maul. Das ist die Taktik, man baut so einen kleinen Käfig, ihr werdet das gleich sehen, und lockt ihn dann da rein und macht dann hinter ihm zu und dann ist er da drin, weil die hauen halt sehr schnell ab und dann findest du die nicht mehr. Die spawnen ja nur noch im Redwood Biome, das ist auf der Map, kann ich auch mal kurz zeigen, während wir fahren. Diese mittlere Insel, da kann ich jetzt mit dem Finger drauf zeigen. Ne, kann ich nicht. Wenn ich mich ganz doll strecke, vielleicht da so. Ne, Jungs, oder eher so da oben. Weiß ich nicht, ob ich jetzt richtig gezeigt habe. Aber es ist diese mittlere Insel, wo dieser eine kleine Hügel drauf war. Da läuft ein Rex. Das ist natürlich gar nicht gut. Ich hoffe mal, der ist getamed. Ne, ist er nicht. Alles klar. Gut, da läuft da halt ein Rex rum. Ja, das heißt, wir gehen in Redwood. Das heißt, wir gucken uns das mal an. Der ist super, super episch. Ich war da vorhin schon und ich bin wirklich ungelogen eine Viertelstunde oder so rumgerannt, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Einfach, weil es geil aussah. Einfach nur, weil es geil aussah. Ich habe mir auch eine kleine Taktik überlegt und zwar parke ich mein Boot quasi einfach mitten auf dem Meer und schwimme mit dem Wolf. Mit dem werde ich übrigens losgehen. Und schwimme mit dem Boy einfach an Land, damit halt keiner mein Boot raidet, wenn ich weg bin. Das ist so der einzige Grund dafür. Und ich bin jetzt wieder viel zu schwer. Das lässt sich natürlich leicht beheben, das Problem. Die kommen nicht weg. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Chitin brauche ich nämlich wirklich. Da bin ich gerade echt übel hinterher. Für Zement, weil ich mir irgendwie keine Lust habe, mir einen Frosch zu tamen. Was ist denn los mit dem? Ich konnte nicht gerade ausgehen gerade. Ich habe keine Lust, mir einen Frosch zu tamen, weil Taming ist ja mal 4 eingestellt und das dauert echt übelst lange, sich so einen kleinen Wichser zu holen. Da habe ich echt einfach keinen Nerv zu. Ich würde sagen, ab geht die Lutsch. So, und laut Karte muss ich ja nur dem Fluss folgen, an dem ich jetzt bin. Und dann sollte ich an der zweiten Kreuzung, die kommt, einfach schon vorm Redwood quasi stehen. Also das heißt, ab geht die Lutsch. Wir sind ja eigentlich relativ schnell da mit dem Wolf. Es kamen auch viele Kommentare wieder von Leuten, die gesagt haben, Offline Raid Protection ist nicht da, deswegen machen wir diese Season nicht mit. Aber ich finde, eigentlich ist Ark ja so konzipiert, dass man seine Base bauen kann und auch so gut, dass da offline keiner rankommt. Ja, also eigentlich ist die Offline Raid Protection ja die Base. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ist das schwierig, die immer reinzuhauen, weil ich finde, klar, es ist cool, es ist auch natürlich cool für mich, weil ich dann als YouTuber auf jeden Fall aufnehmen kann, wenn ich geradet werde, ja, weil ich dann ja online bin, bei einer offenen Raid Protection. Aber ich finde, das nimmt auch so einen Teil vom Sinn des Spiels, ja, die Base halt so zu bauen, dass da keiner rankommt, auch wenn du offline bist. Das müsste eigentlich ja der Plan sein. Und ich meine, was kann so ein Spieler machen, wenn er online ist? Schießen, reiten, also, ich weiß nicht, ich glaube, macht kein, ja, schwieriges Thema, aber da muss ich auf jeden Fall sagen, gibt es leider nicht mehr. Also ich weiß nicht, diese Season jetzt auf keinen Fall mehr, nächste Season mal gucken. Es ist auch ehrlich gesagt noch ein anderes Projekt geplant, ich weiß noch nicht, ob das zustande kommt, aber wenn ja, dann wird eh noch eine Season ausgesetzt. Also, oh Leute, und da sehen wir es schon.
Pompös wie pompolös. Oh, komm, Junge, geh weg. Auf dich habe ich gerade gar keinen Bock. Raptoren, Junge. Die sind einfach nur frech. Kennt ihr das, wenn eure Maus aus dem Spiel tappt irgendwie? Keine Ahnung. Da seht ihr das schon, übelst pompös. Ich habe da jetzt gerade eben, als ich schon da war, kein Baumhaus gefunden. Also niemand hat da irgendwie ein Baumhaus gebaut. Obwohl das ja eigentlich ziemlich nice ist. Und da vorne ist die Stelle, ist eine Stelle, wo so ein Baumstamm übers Wasser geht, Alter. Wie episch ist das denn? Wie sau epic ist das denn, Alter? Erstmal natürlich hin. Ich habe gerade leichte so. Nein, mein Bild hakt so. Das stört mich gerade ein bisschen, aber gut. Direkt mal hin und erstmal reinziehen. Also, beziehungsweise ich habe es mir schon reingezogen vorhin, aber ihr noch nicht. Und Leute, ich kann euch sagen: absoluter Knaller, oder? Wir reiten gleich richtig tief. Alter, was sind denn das für Ruckler hier? Why? Wir reiten jetzt mal richtig deep durch. Ich habe Ground Clutter jetzt ausgestellt. Wegen den FPS unter anderem. Und gebt's euch, Alter. Ich finde es echt einfach nur nice. Die Büsche hier sind zwar mies zum Tamen. Ach, guck mal, da haben wir auch unseren ersten Kollegen. Daher, wir spawnen nämlich jetzt nur noch hier. Natürlich jetzt erstmal Level Springsen, ne? 32. Ich weiß nicht, ob mir das reicht. Ich suche mal weiter. Ich denke mal, wir werden auch noch ein paar andere finden. Aber Leute, absolut geil. Ist das da eine Ruine? Ja, hier haben wir eine Ruine. Leute, hier hat doch jemand hingebaut. Als ob. Wer ist das denn? Bad Boys. Haben die hier ein Baumhaus? Nee. Aber übel cool, die Ruinen hier zu benutzen. Hätte man auch cooler machen können, aber nice Idee. Echt nice. Ah, gut. Weiter geht die Suche. Manus sind hier natürlich auch klar. Die ziehen mir auch eventuell den Bär dann weg, aber deswegen locke ich den ja quasi in Taming Cage. Und Alter, was sind das für Ruckler? Was sind das gerade für Frame Drops? Übler Scheiß. Jetzt bin ich wieder auf 42. Ihr seht das auch ganz oben rechts, glaube ich, klein in der Ecke. Das habe ich mir nämlich anzeigen lassen, weil ich das geil fand. Oh, yo. Wie das aussieht, oder? Übel nice. Fehlt uns ja wirklich nur noch der passende Dire-Bier unserer Wahl. Ich gehe mal mehr an den Strand, weil ich letztes Mal auch irgendwie zwei, drei am Strand gefunden habe und hier in der Mitte vom Biom gar nicht mal so den Scheiß. Und hier diese Büsche da, die Dire-Biers, die hauen dadurch einfach ab. Die müssen durch einen so einen Busch laufen und die sind weg. Das ist übel gemein einfach nur. Aber natürlich auch episch, ne? So in gewisser Weise hat das so sein Flair. Oh, genau, hier war ich gerade eben. Genau, hier war ich gerade eben. Und da waren hier am Ufer direkt drei Bären oder so. Durch Kämmer hier die Gegend. Ja, Terrorbirds haben sie wahrscheinlich weggenudelt, ne? Die haben wir ja auch zu Genüge. Aber richtig zu Genüge. Und die haben ja auch meinen ersten Bären gecancelt, den ich versucht hatte zu tamen. Natürlich ohne Aufnahmen, Leute, weil ich keine Lust hatte. Ich nehme ja nicht immer auf. Also ich nehme auf, wenn ich Lust habe. Da habe ich jetzt gedacht, komm, nice, Alter, zeigst du Redwood beim, was übelst cool, das gefällt den Leuten auch bestimmt, weil es halt echt, gebt euch das mal, Alter. Ich finde es absolut nice einfach. Die Atmosphäre ist der Hammer. Das hätte man echt nicht besser machen können. Aber ich glaube, ihr lobt das wieder zu viel, weil es wahrscheinlich auch welche gibt, die sagen, Alter, Redwood voll scheiße. Aber hier, ich kann mir echt vorstellen, ein Baumhaus mal zu bauen. Ich weiß nicht, ob in einer PvP-Season, weil das echt schon auch den einen oder anderen Nachteil mit sich bringt, aber in einer PvE-Season. Oder ich weiß nicht, ob es mal eine PvE-Season geben wird, aber falls ich irgendwann nochmal PvE spielen sollte, da haben wir noch ein Dire-Bier, dann. Aber hallo, Level 20, ja, fuck it. Ich suche mal einen passenden und dann sprechen wir uns wieder, würde ich meinen. Das ist hier dann, glaube ich, für euch auch zu blöd. Boah, gebt euch das, das muss ich euch kurz zeigen. Das habt ihr noch nicht gesehen. Übel nice, oder? Können wir nicht erzählen, dass das nicht fett ist. Und ich muss wirklich sagen, performance-technisch für die Aufnahme und so. Ich merke das, also wenn ich nicht aufnehme, alles super hier auf The Island. Echt klasse Frames. Ich habe auch gerade klasse Frames mit 44. Aber irgendwie leckt es dann doch mit der Aufnahme. Ich verstehe das auch nicht ganz. Ich muss da mal vielleicht was ein bisschen rumprobieren. Aber ihr seht das ja, dieses Stocken, Hakeln, das kommt in der Aufnahme. Boah, jetzt gerade aber schon. Jetzt gerade kommt es definitiv in der Aufnahme rüber. Aber es gibt auch Szenen, da kommt das nicht so rüber. Und da habe ich dann quasi so leichte Ruckler, leichte Lecks. Und für euch ist alles super. Das finde ich dann auch schade. Das lief auf der Center wirklich um einiges besser. Um einiges besser. Yo, Alter. Das ist jetzt mal interessant zu wissen. Bad Boys 24, Alter, was sind das alles für Low-Bobbies? Sagen wir mal 60, 70 plus nehme ich, weil der soll halt echt was tragen können. Ich brauche den übrigens hauptsächlich zum Tragen, dass ich vernünftige Obsidianfuhren vom Vulkan holen kann, ohne hier, komm schon, ohne hier mir, was weiß ich, 20 mal den Arsch abrackern zu müssen.
Die haben echt kein, die bauen im Sumpf und haben kein, hier im Biom und haben kein Baumhaus. Das wäre mir aber zu blöd. Boah, jo, hier habe ich einen nice Overview. Guck mal da. Gut erwischt. Daher wieder Level 76. Das ist unser Mann. So, und jetzt zeige ich euch, wie der Shark Subert sich das gedacht hat. Erstmal muss der Shark Subert nicht absteigen, wenn er runterfällt, weil hier noch ein Terrorbird ist, das er abschnetzeln muss, bevor er sich den Direbeeren widmen kann. Oh, Alter. Nerv mich nicht. Hallo. Down. So. Der Direbeer ist. Wo genau? Als ob der. Ich habe doch nur. Ach, da, guck mal. So, genau. Dann ist der Plan jetzt, dass ich den irgendwo in einen Käfig locker. Da hinten ist auch was gebautes. Ist halt jetzt die Frage, wo ich den Käfig sinnvoll hinbaue. Vielleicht sogar echt einfach hier drauf, wenn wir hier die Scheiße uns vom Hals gekillt haben. Bin mir aber nicht ganz sicher, oder? Hier. Komm, bauen wir den hier hin. Hier ist, glaube ich, ganz cool. So, ich muss mal kurz schauen, wo der Bär hin ist. Nicht, dass der jetzt wieder weggerannt ist und dann baue ich hier den gedacht, da ist er doch, ne? Ja, da läuft er in den Stein rein. Sehr gut. Gut, dann bauen wir den hier hin. Ich würde sagen, wir fangen einfach so an. Und dann geht das hier. Warte mal, wie wollte ich das haben? So. Hallo? Ach, er leckt mich fett. Eins, zwei, drei. Hier muss dann in die Richtung eins. Verpiss dich. Und in die Richtung noch eins und. Es ist nicht einfach, Jungs. Sieht einfacher aus, als es ist, glaube ich. So, dann komm. Klatschen wir es hier einfach dran. Drauf geschissen und gebissen. Ich glaube, hier hatte ich zwei jetzt, ne? Ja. Und in die Länge drei. Genau. Ist da noch eine? Nee, sehr gut. So, dann müssen wir jetzt hier gucken, dass ich das irgendwie bergauf geschissen kriege. Ach, keine Ahnung, Jungs. Das ist echt nicht easy. So. Reicht ja, wenn es grob ist, Jungs. Also das wird hier sozusagen so eine Art Taming Cage für den, wo ich den dann gleich reinlocke. Ihr werdet das schon sehen. Das ist einfacher, als es aussieht. Ich hoffe mal nur, jetzt wird es nicht neblig. So. Kommen hier noch überall Türen rein. Außer da, wo ich jetzt gleich durchlaufe. Oh, hier muss auch noch eine Wand hin. Da gucke ich mal, ob das hier klappt. Klappt. Sehr gut. So, dann parke ich jetzt den Wolf am besten nicht da drin, sondern hier hinter auch. Oh, da oben ist was gebaut. Und dann muss ich jetzt den Rudder machen. Den Bären pullen. Also genau so. Indem man den einmal berührt. Dann flitze ich hier durch. Und jetzt ist der Boy drin. Und jetzt haben wir Problem Nummer 2. Wie kriege ich jetzt die Scheiße dahin gebaut? So. Ich hoffe, der kommt da nicht raus. Aber sollte er nicht. So, und jetzt können wir uns hier oben hinstellen. Und können dem jetzt hier die Darts reindrücken. Leute, klappt wie geil. Klappt richtig gut. Also man muss das übrigens so als kleinen Tipp, wenn ihr mal einen Direbeeren tame wollt, die könnt ihr nicht mit Pfeilen zähmen, ja? Das knallt die um, Alter. Damit tötest du die, bevor du sie betäubst. Das ist echt schade. Da brauchst du wirklich die Darts hier. Ohne die Darts kriegst du den einfach nicht betäubt. Das ist nun mal die blanke Wahrheit. 76 ist jetzt auch nicht so das Grüne vom Ei. Also doch, ist schon cool, aber ist nicht das Stärkste, so was geht. Habe ich mir jetzt trotzdem mal gegönnt, weil ich denke mir, der soll halt nur tragen, ne? Und hat den was angegriffen gerade? Nee. Und tragen kann Level 76er auch gut, ja. Also gut, man könnte noch einen höheren nehmen, aber der dauert dann halt auch eine Stunde länger wieder, ne? Das müsst ihr halt auch bedenken. Taming ist nur mal 4 und da habe ich auch nicht sonderlich Lust drauf, also dann hier eine Stunde wieder oder zwei rumzupimmeln. Aber Zaxobert, warum nimmst du denn keinen Level 1000er Diabieren? Ja. Weil der Zaxobert jetzt nicht Lust hatte, eine Stunde hier noch zu suchen. Er liegt. So, Leute, der kann jetzt, lass mich lügen, 8, 16, 18 mal essen. Ich würde sagen, das reicht, um eine Fuhre zu holen.
Der wird ja, während ich die Fuhre hole, wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was an Hunger verlieren. Das heißt dann 19 bis 20 Mal essen. Und das könnte halt tatsächlich schon ausreichen. Hier ist jetzt. Wer ist das? German Unity. Alles klar, ich frag die mal. Hallo? Habt ihr Prime Meat zufällig? Nein. Ja. Ja, ich glaube im Rex. Sharks, komm mal her. Cool, danke. Habt ihr. Also ich habe, ich tame gerade einen Dire Bear. Habt ihn jetzt Ja, ich wollte runterhungern? den hier tamen, den 116er hier, den schwarzen. Den wollt ihr? Ja, warte, ich. Jo. Nice. Meiner war nicht so hoch, Ja, leider. ich kill mal eben hier das Vieh hier und dann gibt's Warte, ich Prime. was. Ich bräuchte halt 20 direkt, Ja, wenn's mache ich geht. eben. Boah, nice. Danke, Alter. So. Der killt mir jetzt den Paracetrium. Lass ihn mich dann einfach farmen. Nein! Ich hätte ihn abbauen können. Ich habe 29 Stück. Kann Boah, ich dir direkt nice. geben. Ähm, Oder hast du was Wichtiges ich im Rack? mitkomme. Sonst kannst du Drop All Items machen. Und dann nehme ich einfach den Ja, Beutel warte, auf. ich nehme eben die Darts raus. Danke, danke, Jungs. So, bitte, hast du eine Flinte? Ja, der ist schon, der ist Kannst du fast fertig. kurz die Flinte Moment. leihen? Der Rex ist, der Rex, der Bär ist fast fertig. Ich habe ihn runterhungern lassen, deswegen. Ich muss mich beeilen, Ach ich komme so, gleich kannst nochmal. du, ja, kannst du, ja, okay. So, Jungs, war übelst geil, musste ich doch kein Prime Meat holen. Das ging jetzt doch leichter als gedacht. Ich hoffe natürlich, oh, das spoilt gerade alles, dass ich davon was durchkriege, aber das eine sollte ja übel frisch sein. Das denke ich mal, funktioniert ganz gut. So, Zurückmarsch, Marsch. Ich hoffe, ich habe echt genug geholt jetzt. Und dann, zack, 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 alles reinbuttern, 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 reinbuttern. Zack, 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 der Muss ist einfach nur alles gegammelt. Alles gegammelt. Macht aber nichts. Ich hoffe mal, der hat noch genug. Hat er nicht, glaube ich. Ich glaube, da fehlt was. Aber der kommt durch, oder? Der ist doch jetzt fertig. Nice, Alter. Fehlt doch nichts. Alles super. Richtig geil. In 6 Futter ist der nochmal. Da muss er vielleicht nur noch einmal essen, dann habe ich ihn. Aber 4 natürlich wieder an. Es ist jetzt Nacht. Die tamen den. Wollte nur nochmal Danke sagen. Hat fast gereicht. Jo, kannst du uns die Flinte mal kurz leihen? Habt ihr keine? Ja, wir sind losgelaufen ohne die Flinte. Einer rennt gerade schon zurück, aber das dauert noch ein bisschen. Wir Ja, wollten den jetzt schon hier mal ist er, down da ist machen. er. Hier, nimm mal die Flinte. Liegt da. Sicher, dass der hier nicht durchkommt? Nee. Okay. Ich habe das mit Türrahmen auf Fence Foundations gemacht. Ja, ich eigentlich auch immer. Aber ich hoffentlich klappt es jetzt so. Ich wollte Ich das jetzt guck schnell zu, bei wenn ihm nicht, wird's nice. aufbauen. Ich gehe noch mal kurz zu meinem und dann komme ich wieder. Jojo. Nice, Alter. Ich bin gespannt. Ich glaube nämlich, also die Löcher, die da hatten, die sahen schon echt ziemlich übel groß aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Bär da einfach nicht durchpasst. Einfach nicht durchpasst, einfach durchpasst. Und das Ganze überhaupt nicht funktioniert, wie die das gerne hätten. Das wäre schon echt übelst lustig. Zumindest für mich, für die wäre es wahrscheinlich eher doof. Und es ist ja, wie gesagt, PvE-Zeit an, deswegen kann ich Gamma aktivieren. Haben wir wieder eine schöne Begegnung hier gehabt, Jungs. Macht wirklich, wirklichst Laune. Und ich bräuchte noch mal schleunigst was. Ich bräuchte noch mal was. Auf geht's. Auch gar nicht mehr so viel. Aber trotzdem hole ich mir noch mal schnell was. Das ist mir sonst zu, weiß ich nicht. Ich hätte den gern. Ich hätte den gern und zwar auch mit den ganzen Bonusleveln und weiß nicht. Geht schneller mit Prime Meat. Eins oder so kriege ich ja bestimmt noch. Ach cool, klappt. Habt ihr noch ein Prime Meat? Aber der rastet gleich aus, wir haben keine Darts. Ein Kollege kommt jetzt mit Darts. Ah, lol, ihr habt doch keine Darts. Der macht die Pillar kaputt. Ihr Ja, müsst ich stehe hier schon. mit einem zum Replacen. Oh lol. Lol. Der chillt. Okay, er ist nicht mehr aggressiv. Ich hätte auch nicht bauen können.
Das war richtig, Wie ja, den das Scheiß geht. brauch. Du kannst erst bauen, wenn diese Teile da weg sind. Das ist Ja. relativ neu. Habt ihr noch Ja, das einen Gute ist, Primeat? er hat sich beruhigt. Ich guck mal im Rex rein. Eins fehlt noch. Vielleicht zwei. Dann wirfst du Da einfach ist aus dem nichts drin, Rex. ich kill mal eben was hier. Wo ist denn hier da oben? Ach, Warte, der Sparks, Diplo. ich geb dir was. Ach, Oh, pass er auf, hat beim Prime, Diplo. Sparks. Ich geb dir Aber was. warte, hier Jonas hat Warte, Prime warte, hinter warte. dir. Nice. Danke, danke. Reicht's oder brauchst du noch mal? Reicht, reicht. Geil. Also nette Dudes auf jeden Fall. Wie gesagt, die Begegnungen, die ich bisher hatte, so auch mit Wurst, Wasser, dem Tribe, waren echt übelst chillig, ja. Also Props an euch. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mal eine etwas ältere Zielgruppe, sag ich mal, hier bedienen. Das waren ja bis jetzt doch eher immer jüngere. Wie, das, was der mir gegeben hat, spoilt auch? Nee, nur das eine. Okay, den kriegen wir gleich durch, Alter. Fetter Scheiß. Guck mal, Jungs, ich fahre hier gerade Halfpipe und. Und an der anderen Seite hoch und Tempo verlieren und wieder runter. Boah, hier geht's steil ab, hier geht's steil ab, hier geht's steil ab und oh, gegen die Wand gedeppert. Schade, Beinbruch tot. Und da ist er. Keine Sekunde später. Da brauche ich nicht mal einen Cut setzen jetzt. Und der heißt Braum Berms. Mein guter Freund, der Braum Berms. Erstmal auf Passiv, Level 112 ist er rausgekommen. Ich finde, ja, natürlich geht besser, ne? Er ist jetzt nicht der Obermacker vom Obermakatz. Er tut, was er tun soll, und zwar für mich Sachen tragen. So, du kommst da mit. Wir gehen nämlich nochmal kurz unten bei den Jungs vorbei, nochmal schön Danke sagen. Ja, die haben uns nämlich gut geholfen, mein lieber Braunbärms. Und da gucken wir mal, wie es bei denen läuft. Holen vielleicht die Flinte von mir ab da, die ich denen gegeben habe. Das wäre vielleicht noch gar nicht so schlecht, wenn ich die irgendwann wieder kriege. Aber ansonsten ist ja alles gut. Ja, sehr cool, oder? Richtig geilo. Und ich kann auch wieder das normale Gamma einmachen. So, jetzt sieht es auch wieder schön aus. Hier ist zwar kein Ground Clutter, weil ich es ausgestellt habe, aber das ist mir auf The Island mit den Lags sonst echt zu heavy. Und ja. War nur 76 leider beim Tame. Ach so. Schick, schick. Auch da noch lang. Wir haben noch nicht begonnen, also Ach so. ja. Ja, dann behaltet die Flinte einfach. So, Jungs, an euch sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst zwei Daumen nach oben da, wenn ihr sogar selbst mitspielt. Schreibt mal, wie ihr das so findet, so eine Aktion wie die hier jetzt zum Beispiel. Ich bin mal gespannt, da so zu hören, was abgeht. Und ja, wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Haut rein, war cool, hat echt Bock gemacht und.